Also, herzlichen Glückwunsch eigentlich euch allen dreien, aber der Laura zur Bierkönigin. Wie fühlst du dich? Also ehrlich gesagt kann ich das noch gar nicht so wahrnehmen. Es ist noch so alles unreal. Ich denke, das kommt dann morgen. Die ganze, ja. Die anderen zwei, wie hast du es aufgenommen? Es war wunderschön. Der Abend war unschlagbar, also einzigartig, Wahnsinn. Okay. Ja. Bei dir? Ja, ich muss auch sagen, also ich gönn's der Laura wirklich von ganzem Herzen, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich heute den Antrag bekommen habe, ist der Abend für mich heute sowieso total besonders und überglücklich. Deine Unterstützung hat dir, damit das unsere Zuschauer dann auch noch bestehen, also deine Unterstützung hat dir einen Antrag gemacht. Ja, richtig. Richtig, genau. Also wir sind jetzt seit 3,5 Jahren zusammen und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das heute Abend passiert. Eine Freundin von mir hat heute vor der Krönung noch darüber gescherzt, ja, Rebecca, wenn du dann Königin werden solltest, dann geht er bestimmt vor dir auf die Knie. Und ich so, nein, das passiert nicht, das passiert nicht, das macht er heute nicht. Ja, und dann war die Krönung rum und ich sehe ihn so an der Seite stehen mit der Hand in der Tasche und der läuft so zum Mikrofon und dann habe ich mir gedacht, das macht er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht. Und eine der ehemaligen Bierköniginnen stand neben mir und guckt mich an und sagt, ja, Rebecca, das passiert jetzt, das passiert jetzt. Also es war wirklich unglaublich, unglaublich. Und du hast ja gesagt. Ja, ich habe ja gesagt, ja. Sie hat ja gesagt, ne? Ja, Laura, ahnst du denn schon mal, was auf dich jetzt drauf zukommt? Also ich denke mal, es werden viele schöne Veranstaltungen sein, auch mit euch zwei. Also ich möchte das nicht so distanzieren, dass ich nur da alleine. Also ich hoffe, dass wir da häufig zu dritt sein werden und ja, ich hoffe, dass es einfach ein schönes Jahr gibt. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Ja, also ich bin die Laura, ich bin 20 Jahre alt und ich arbeite in der AWO hier in Lauterbach. Bin Altenpflegerin und in meiner Freizeit mache ich halt gerne was mit meiner Familie. Ich bin ein ziemlicher Familienmensch und bin halt auch gerne bei meinen Freunden unterwegs. Ja. So, dann die Jungfe lobte, ne? Ja. Ich heiße Rebecca Hofmann, ich bin 29 Jahre alt, komme gebürtig aus Fleschenbach, aber habe mittlerweile mein Zuhause im Nestplatz gefunden. Jetzt wohl auch dauerhaft, würde ich mal sagen. Und ich bin auch immer sehr sportlich unterwegs eigentlich und trainiere unter anderem hier die Leichtathletik-Kinder der U8 hier in Lauterbach. Gehe gern klettern, tanzen, wandern und bin auch sehr gerne unterwegs. Mit Freunden und Familie am Marlen auch immer gerne wieder neue Gesichter kennen. Hi, ich bin Heidi, 34, komme ursprünglich aus Altenschlierf, wohne jetzt aber in Kreinfeld. Und ich bin hier beim Vogelsbergkreis beschäftigt, habe dann ganz viel mit der Feuerwehr zu tun und auch privat mit der Feuerwehr zu tun, bin aber auch oft im Vogelsberg unterwegs und ich gratuliere der Laura recht herzlich, die hat es echt verdient. Okay, dann wünsche ich euch toll Erfolg, nochmal herzlichen Glückwunsch und es kommt viel Arbeit auf euch. Danke, denke, schöne Arbeit. Wir freuen uns drauf.